Hier sieht man die Kohlen an dem Scheibenwischmotor und man sieht, die haben noch Kontakt. Das sind drei Stück. Die haben alle noch Kontakt. Das ganze Ding habe ich jetzt vom Kohlenstaub befreit. Da ist hier drin noch so ein bisschen. Und hier sieht man überall noch so ein bisschen Zeugs. Das habe ich alles jetzt da rausgeputzt. Das ist alles wieder tipptopp sauber. Da unten habe ich ein bisschen WD-40 reingemacht. Man kann auch so ein Fett reinmachen, weil das ist die Lagerung von dem. Aber der wird jetzt erstmal wieder ein paar Tage arbeiten. Provisorische Zwischenlösung. Natürlich ärgerlich ist, weil das doppelt und dreifache Arbeit beim Außen reinbauen ist. Aber wenn man das ganze Ding schon mal auf hat, ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass man hier oben alles sauber macht und da unten der Ablaufkasten. Sammelt sich da unten immer der Dreck und deshalb rosten die ganzen Karren da alle weg. Also da unten direkt aufmachen, alles rausholen, sauber machen und wieder zumachen. Und das gleiche hier oben mit den ganzen Kästen. Ja, und dann hat man direkt zwei Sachen auf einmal erledigt.